So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Days Gone. Ich bin der Fahrengamer. Das ist normal, wirklich. Sorry, wie bitte? Keine Fotos zu haben von Ihrer Frau, Familie. Ja, warum sagen Sie das? Damals haben alle Smartphones benutzt. Da drin war alles gespeichert. Und ohne die Handys, ohne die Cloud, gibt es auch keine Fotos mehr. Ja, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Meine Frau, Carrie. Ihr Vater war Fotograf, oldschool, mit Dunkelkammer und allem. Zu stur für das digitale Zeitalter, glaube ich. Wäre er nicht gewesen, hätte ich auch keine Fotos. Tja, ich hab sie gehasst, die Handys meine ich. Alle haben nur noch auf diese verdammten kleinen Bildschirme gestarrt und ich selber hatte nie eins. Interessant, wie hat das funktioniert? Ich war Mechaniker, ich hatte eine Werkstatt und wohl das letzte Festnetztelefon in Fairway. Hey, wir fahren da immer weiter. Was gibt's denn? Jetzt hab ich dich. Ihr Typ nimmt den Scheiß wirklich ernst. Der Colonel glaubt, mit Motivation und Disziplin können wir alles erreichen. Los, beweg deinen lahmen Arsch. Ich mach schon so schnell ich kann. Beweg dich! Ist das für Sie Motivation? Er hat im Süden der Insel ein Arbeitslager errichtet. Für die Untauglichen. Manche davon brauchen viel Ermunterung. Ist klar. Los, kommen Sie. Ja, Sir. Gehen Sie zu den anderen. Viel Glück, St. John. Haben dich auch erwischt, hä? Huh? Was soll's? Hey, Mann. Schön, dich wiederzusehen. St. John, ne? Sohn eines Predigers. Taylor, was soll dieser Sohn eines Predigers-Scheiß dauern? Ich mach doch nur Spaß, Mann. Hattest du Erfolg? Was? Die Frau, die du gesucht hast, mit der ich früher unterwegs war. Nein. Ich will euren Schmuck, Uhren, den ganzen Scheiß. Los, in die Tasche. Klar, Mann, gar kein Problem. Was soll der Scheiß? Rekruten sind Besitztümer nicht erlaubt. Außerdem wird sowieso nur geklaut. Los, gib schon her. Ja, klar, wird sowieso geklaut. So ein Bullshit. Achtung! Rührt euch! Besucher sind hier nicht willkommen. Sie sind hier, weil sie eingeladen wurden, rekrutiert von meinen Offizieren. Wenn sie antworten, sagen sie mir erst ihren Namen. Nachname zuerst. Ich komm klar, wie alle anderen. Name. Shit. Adkins. Crystal. Sir. Wie viele haben Sie getötet? Vorher oder nachher? Antworten Sie einfach. Leck mich! Wir alle taten Dinge, auf die wir nicht stolz sind. Um uns zu retten. Zu überleben. Der Allmächtige versteht das. Der Allmächtige vergibt uns. Doch hier... Auf dem Gesicht dieser Frau sehen wir die Spuren Satans. Knast-Tattoos. Die zeigen, wer sie mal war und zweifellos noch ist. Es sind Menschen wie Sie, die verantwortlich sind. Sie bringen den Zorn des Allmächtigen über uns alle hier unten. Bringt sie ins Arbeitslager. Was? Scheiße! Leck mich doch! Ja. Ihr Gottverdammter Komm schon, Arschlöcher. Schätzchen! Lass los mich jetzt! Los! Verdammte Scheiße! Los! Hände weg! Was ist mit Ihnen? Taylor,
Wade und... nein, Sir. Ich war noch nie im Knast. Hab keinen getötet, nichts in der Art. Sie waren sehr lange da draußen. Ja, ich meine, ich weiß, wie man schießt. Mein Dad nahm mich früher mit auf die Jagd. In einem Camper, Klamath Forces, war. Was ist mit Ihnen, Sohn? Kennen Sie sich mit Waffen aus? St. John, Deacon. Ja, ich kenne mich mit Waffen aus. Sie sind ein Drifter. Zeigen Sie Ihren rechten Arm. Gebirgsjäger. Irak? Afghanistan. Ehrenhaft und keine Lügen. Ich merke das. Ein Einsatz, ehrenvoll gedient. Und jede Minute davon gehasst. Du sollst nicht lügen. Guter Mann. Heben Sie die rechte Hand. Schwören Sie nun feierlich die Verteidigung der neuen Verfassung dieser Vereinigten Staaten. Gegen alle Feinde, natürlich und unnatürlich, immer nach ihr zu handeln und sie zu beschützen. Und alle Befehle bedingungslos auszuführen. Also, schwören Sie! Ich schwöre. Wegtreten! Kommen Sie mit, mein Sohn. Soldat. Captain Khoury bringt mir nicht mehr viele Rekruten. Er muss viel von Ihrem Kampfgeschick halten. Oh, ich war lange in der Außenwelt. Sie kennen sich mit den Freaks aus? Ja, ich meine, ja, Sir. Ich schätze, so gut wie jeder andere, Sir. Gut, gut. Hier rein. Der Doc soll sie sich mal anschauen. Starker Puls. Gute Frequenz. Ziemlich üble Brandwunde. Was ist passiert? Ein Unfall mit einem Holzofen. Holzofen, hm? Wer hat das behandelt? Ich selbst. Neuester Mal. Gar nicht schlecht. Danke. Gut versorgen, sonst verlierst du den Arm. Klar, amigo? Ja, verstanden. Ich will das in ein paar Tagen nochmal sehen. Okay. Und Dirk? Er ist diensttauglich. Lo hará bien. Machst du draußen Besorgungen? Hm, tut mir leid, Doc. Ja, tiene novia. Er ist vergeben. War klar. Die Hexe von Wizard Island. Vaya con Dios. Viel Glück, amigo. Gehen wir so. Normalerweise dulde ich keinen Ungehorsam, eine Offizierin Hexe zu nennen. Doch es gibt Ausnahmen für meine exzentrischeren Offiziere. Ja, Sir. Ich mache Ausnahmen, weil jeder, der noch lebt, eine Rolle zu spielen hat. Glauben Sie an Gott, St. John? Hab nie viel drüber nachgedacht, Sir. Tja, dann wird es höchste Zeit. Er hat einen Plan für uns, uns alle. Und mein Part ist das. Na dann. Was willst du zeigen? Sir? Dieser Ort. Ich hatte eine Vision. Nicht so großartig wie die im Alten Testament. Keine brennenden Dornbüsche. Ich wachte einfach eines Morgens auf, bevor Gottes Plage über die Welt kam. Und wusste, dies ist der Ort. Crater Lake? Wizard Island? Ich nenne es die Arche. Kennen Sie die Geschichte von Noahs Arche? Ja, ich meine, ja, Sir. Ich meine, jeder kennt die doch. In der Tat. Sie wären überrascht, wie wenige die Bibel oder die Offenbarung kennen. Sie meinen Genesis, Noahs Arche. Ich meine, das ist doch die Genesis, Sir. Ja, natürlich. Gut, mein Sohn. Und jetzt zur Ausstattung. Sie meinen. Tja, wir haben nicht viele Uniformen, muss ich leider sagen, aber ich glaube... Oh, hier. Probieren Sie die. Passt ganz gut. Die nehme ich. Oh, lieber nicht, das ist ein Geschenk von einem alten Freund.
Ein alter Freund. Davon gibt es nicht mehr viele, nicht wahr? Nein, gibt es nicht. Okay, Soldat. Aber tragen Sie die bitte nicht. Sie gehören jetzt zu uns. Und eigentlich dienen neue Rekruten zunächst als Privates. Doch da Captain Curry Ihre Kampferfahrung bestätigt hat, erhalten Sie direkt den Rang eines Corporals. Herzlichen Danke. Glückwunsch, Sohn. Danke, Sir. So, und jetzt an die Arbeit. Also gut, wo war ich gerade? Sie sprachen über Ihre Arche, Sir. Ja, die Arche. Das hier ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Hinter uns liegt ein ganzes Netzwerk von Höhlen und Schächten, die bis zum Gipfel führen. Wenn wir hier fertig sind, werden sie mit Samen, Pflanzen, Dateien und Büchern gefüllt sein. Die Welt mag sterben, doch unsere Errungenschaften in Medizin, Wissenschaft und Technik nicht. Nein, Sir. Aber die Insel ist mehr als die Arche, Corporal. Sie ist unser Fort, eine Festung. Hier am Nordtor lagern wir genug Munition, um den Kampf gegen die Freaks aufzunehmen. Wir haben Gewehre, Granaten, Maschinengewehre, Panzerfäuste. Und wir können selbst Munition herstellen. Jede Art, jedes Kaliber. Nice. Das ist der Bereich für unsere Mechaniker. Wenn Ihr Bike repariert werden muss, sind Sie hier richtig. Und, wie Sie sehen, können wir hier dank der alten Nationalgarde eine eigene LKW-Flotte aufbauen. Wenn die Highways von den Horden befreit sind, bauen wir die Straßen und Brücken wieder auf. Ihre Strategie der Brandrodung stoppt Krabbler und Schwärmer, räumt aber nicht den Highway. Sie wird die Horden nicht stoppen, Sir. Wissen wir, Corporal, die Horden sind wirklich sehr speziell, nicht wahr? Aber wir haben einen Plan. Einen Plan, Sir? Ben Franklin sagte, indem du Fehler in der Vorbereitung machst, bereitest du dich auf den Fehler vor. Wir machen keine Fehler. Na gut. Das Herz der Armee schlägt hier, am Tor. Bereit auf meinen Befehl zuzuschlagen. In diesen Zelten leben hunderte Menschen. Jeden Tag kommen mehr, wie sie. Und sie schwören, ihr Leben für den Kampf zu geben. Doch mit ihnen habe ich andere Pläne. Eine Aufgabe, die mehr erfordert als pures Überleben oder eine Waffe zu bedienen. Sind Sie bereit dafür, Sohn? Ja, Sir. Was immer Sie wollen. Sie möchten wissen, wie wir die Horde besiegen? Ich zeig's Ihnen. Whoa! Ugh. Shit! Alles okay, Lieutenant? Oh. Hey, Colonel, tut mir echt leid. Zu viel Aceton in der Mischung. Lieutenant Weaver ist unser Chemieingenieur. Er sucht neue Wege, Sachen hochzujagen. Den Feind zu besiegen. Sorry, aber ja. Ich heiße Weaver. James. St. John. Deacon. Ah. Dieses Milizzeug ist doch nur Show. Stimmt's, Colonel? Corporal St. John ist neu in Currys Einheit. Wenn Sie irgendwas von draußen brauchen, ist er Ihr Mann. Oh, ja, klar. Hier, das brauche ich alles. Woran arbeiten Sie? Oh, an einem neuen Geliermittel aus Naphthen und Palmitinsäure. Ah, Sie entwickeln Napalm? Ja. Ja, der Kerl kennt sich aus. War nur geraten. Verzeihen Sie die Störung. Oh, jederzeit. Oh, Colonel. Ich bin dicht dran, Colonel. Ganz dicht. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Wohin jetzt, Colonel? Hexe von Wizard Island? Das wäre alles, Lieutenant. Nochmals. Entschuldigen Sie meine exzentrischeren Offiziere. Schon gut, Sir. Noch ein letzter Halt. So sehr ich auch an Lieutenant Weavers Arbeit glaube, was Sie gleich sehen werden, könnte unser Weg zum Sieg sein. Hier rein.
Also, was ist das? Ma'am, ich habe alles vom Anforderungsschein. Und du glaubst, das hier ist Weichspüler? Nein, Ma'am. Okay, dann lies vor. Wirkstoffe Chlor, oder Form und Tab in. Hau ab! Hau ab! Matt, ich schaff das nicht, wenn ich mich um alles selbst kümmern muss. Ich hab eine Lösung. Lieutenant Whittaker, das ist Corporal St. John. Ein neues Mitglied von Currys Einheit. Er kennt sich da draußen ziemlich gut aus. Vorlesen. Was? Vorlesen. Ich meine, du kannst lesen, oder? Wirkstoffe, Chloroform, Aterpineol, Benzylalkohol, Ethylacetat. Das reicht mir, wann kann er anfangen? Ich lasse sie allein. Weitermachen, Lieutenant. Lass uns allein. Stillgestanden. Sarah, ich... Nicht. Tod und ich. Nein, wir wurden über. Rosa und ich. Wir mussten nach Süden. Ja, Nero. Nein, ich fand O'Brien und ich fand einen Weg. Und überrannt. Sie sagten, keiner hätte überlebt. Und ich dachte, dass ich sehe dich nie wieder. Hey, hey, hör zu. Jetzt können wir von hier weg. Wir fahren los und lassen alles hinter uns. Komm. Nein, nein, Deacon. Ich kann nicht. Zwingen Sie dich, hier zu bleiben? Nein, du verstehst das nicht. Wir führen Krieg. Siehst du das nicht? Und wir können ihn gewinnen. Ich bin nicht für einen Krieg hier. Ich kann nützlich sein. Ich kann was bewirken, aber... Ich kann hier nicht weg. Ich muss hier bleiben. Verstehst du nicht? Du kannst bei mir bleiben. Mir helfen. Auf danach. Was immer du willst, wir fahren, wohin du willst. Der Colonel sucht sie. Wie Sie wünschen, Ma'am. Halt, einen Moment. Dein Anforderungsschein. Danke, Soldat. Bam. Zu Iron Mike zurückkehren kann man jetzt wieder plötzlich. Nein. Corporal St. John an Lieutenant Weaver. Komm, St. John an Hauptquartier. Hier spricht Weaver. Was kann ich für Sie tun, Corporal?
Auf dem Anforderungsschein steht Quecksilber. Wissen Sie, wo ich das finde? Ja, klar. Ich hätte es wohl aufschreiben sollen. Man braucht erstmal Zinnober. Kuris Einheit hat eine Mine nördlich vom Diamond Lake entdeckt. Fahr dahin. Funk mich an, wenn du da bist. Ja, Sir. Hey, und mal unter uns. Wenn der Colonel nicht da ist, lässt du den Ja, Sir, Nein, Sir, Scheiß, okay? Sonst fühle ich mich so alt. Na gut, Leute, das war's mit der heutigen Mission. Da kann ich jetzt im Moment nur sagen, wow, sie lebt doch noch. Mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich bin der Fangjäger. Macht's das gut, bis dann. Ciao und Baba.